Wenn YouTuber über Verluste sprechen, dann sprechen sie oft über Verluste, von denen sie gehört haben oder über andere Videos. In diesem Video möchte ich aber mal mit euch etwas teilen, nämlich Verluste, die ich sehr wahrscheinlich selbst machen werde in den nächsten Tagen. Beziehungsweise wenn ich jetzt ins Portfolio schaue, dann sieht man schon diese Verluste tagesaktuell. Mir geht es darum, nicht irgendwie so ein Verlustporn zu betreiben, und ich werde jetzt auch in diesem Video nicht weinen oder sonstige theatralischen Sachen machen, außer vielleicht dieser theatralische Ausdruck für das Thumbnail für dieses Video. Aber ich glaube, man kann gerade bei Verlusten auch immer etwas lernen, und was ich daraus versuche zu lernen, werde ich in diesem Video darlegen. Damit herzlich willkommen bei Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen. Wie immer, es geht hier nicht um meine Handlungsempfehlung, sondern um meine persönliche Meinung, die euch aber natürlich vielleicht auch irgendwo weiterhilft. Und natürlich, wenn ich über Verluste spreche, dann ist klar, dass eher meine Handlungsempfehlung es wäre, es nicht so viele Verluste zu machen. Schauen wir wieder, wie immer, gemeinsam auf den Screen. Ja, also hier das Thumbnail können wir überspringen. Wie ihr wisst, habe ich Put-Optionen auf Vonovia verkauft. Put-Optionen geben dem Käufer einer Put-Option das Recht, seine Vonovia-Aktien, nämlich 100 pro Option, an den Verkäufer der Put-Option zu einem vorher gegebenen Wert oder Preis zu verkaufen. Und ich war jetzt der Verkäufer von Put-Optionen, die jetzt am 18. Juni 2021, also jetzt in 3-4 Wochen, ablaufen werden. Und zwar Put-Optionen mit einem Strike-Preis von 60 Euro. Also dafür müsste ich 60 Euro dann pro Aktie an den Besitzer der Put-Option kaufen, zahlen und bekomme dann die Vonovia-Aktien eingebucht. Und andere Optionstyp mit einem Strike-Preis von 56 Euro auch bis 18. Juni. Prämieneinnahmen habe ich bekommen, und zwar etwa 6 Euro pro Aktie bei dem 60 Euro Put und 4 Euro pro Aktie bei den 56 Euro Put. Ich glaube, bei dem 60 Euro Put war es sogar knapp über 6 Euro. Und wenn wir jetzt die Verluste überlegen, dann ist es ja so, man holt sich die 60 Euro Strike-Preis, die ich ja dann bezahlen muss, wenn diese Option ausgeführt wird, minus der Preis, wo die Aktie dann steht, minus den Premium-Einnahmen, die ich ja schon bekommen habe. Und daraus können wir einen Break-Even-Preis für den 18. Juni ableiten. Bei dem 60er-Put ist der Break-Even-Preis einfach 54 Euro pro Vonovia-Aktie oder eben mehr. Und beim 56er-Put ist der Break-Even-Preis bei 52 Euro pro Aktie. Wenn wir jetzt den Kurs gestern und heute uns anschauen, dann steht er bei etwa 48, vielleicht ein bisschen darüber, also etwa der jetzige Aktienpreis. Und wenn wir das mal nehmen, dann können wir rechnen, wir nehmen einfach den Break-Even-Preis, vergleichen das mit den 48 und sehen, dass wir, dass ich 6 Euro pro Aktie Verlust mache bei dem 60er-Put und 4 Euro pro Aktie Verlust mache bei dem 56er-Put. Beziehungsweise, da ein Put sich immer in Deutschland und USA auf 100 Aktien bezieht, mache ich 600 Euro Verlust pro Put bei dem 60er Put und 400 Euro Verlust pro Put bei dem 56er Put. Nur eine kurze Anmerkung, in Hongkong, in Singapur, insbesondere auch in Japan, sind diese Lot Sizes oft nicht 100, sondern manchmal 100, manchmal 500, manchmal 1000 und so weiter. Das kommt dann sehr drauf an, auf die einzelne Aktie. Also von daher ist es nicht immer so, dass ein Put sich immer auf 100 Aktien bezieht. Wenn wir also jetzt davon ausgehen, ich hätte einen 60er Put und einen 56er Put geschrieben, dann wäre das ein Verlust von 1000 Euro, nämlich 600 Euro beim 60er Put und 400 Euro bei dem 56er Put. Bei mehreren Puts erhöht sich das natürlich. Wenn ich jeweils zwei Puts hätte, wären das 2000 Euro Verlust, und wenn ich jeweils 100 Puts hätte, wären das 100.000 Euro Verlust. Ich kann euch beruhigen, ich habe nicht jeweils 100 Puts geschrieben. Jetzt kann man sich überlegen, okay, was hätte man machen können oder was könnte man machen? Eine Überlegung, die ja oft im Internet rumgeistert, sind Stop-Losses. Ich arbeite sehr wenig mit Stop-Losses, weil es gibt zwei unterschiedliche Arten von Investoren und Trader. Die einen sagen, wenn der Preis hochgeht, ist es super, da will ich dabei bleiben. Sobald der Preis der Aktie aber fällt, will ich sofort ausgestoppt werden und nicht mehr dabei sein. Warum soll ich dabei sein, wenn der Aktie fällt? Macht irgendwo Sinn. Ich bin aber eher praktisch der andere Meinung, der sagt, ja, wenn eine Aktie
fundamental viel mehr wert ist als der Aktienpreis zu einem Tag, dann will ich investiert sein. Und wenn der Preis weiter fällt, dann gibt es ja noch einen größeren Gap zu der Fundamentalwert oder dem intrinsischen Wert der Aktie. Also will ich eigentlich unbedingt dabei sein. Während wenn der Preis stark steigt und über dem von mir erdachten oder errechneten intrinsischen Preis steigt, dann will ich vielleicht überlegen, auszusteigen. Also praktisch eine komplett umgedrehte Sichtweise, die eben vor allem bei Value-Investoren vorherrscht, während Stop-Loss eher bei Tradern vorherrscht. Die zweite Überlegung, ich könnte ja auch nachkaufen, aber auch hier habe ich mir gesagt, nein, mache ich nicht. Nicht, weil ich es nicht attraktiv finde. Ich finde es im Moment durchaus attraktiv, aber ich bin hier schon bei praktisch einer vollen Position. Das ist eine meiner größten Positionen und deswegen will ich das nicht weiter ausbauen. Ich habe ja neben diesen Puts, die ich verkauft habe, auch schon Vonovia-Aktien im eigenen Portfolio. Will das nicht weiter ausbauen, um das Portfolio nicht zu sehr auf wenige Werte zu beschränken. Ich habe lieber ein etwas diversifiziertes Portfolio, auch wenn die Top 10 Positionen doch mehr, vielleicht etwas mehr als oder um die Hälfte meines Portfoliowerts ausmacht. Ich möchte eben nicht zu konzentriert in ein, zwei Portfolio-Positionen drin sein und deswegen schließt sich hier auch ein Nachkauf bei mir aus. Also weder noch. Die Auswirkungen. Ja, wie gesagt, ein Verlust ist ja, hat ja natürlich Auswirkungen auf wie viel man dann, der Gesamtportfoliowert, der sinkt natürlich als Auswirkungen eines solchen Verlustes, aber welche weiteren Auswirkungen gibt es? Und eine ganz wichtige Sache und ich glaube eine wichtige Stellschraube auch, um sich mal bewusst zu machen, mit was man handelt und mit Verlusten umzugehen, ist Schlaf. Und ich kann euch beruhigen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht auf dem Thumbnail, ich habe in den letzten Tagen sehr gut geschlafen und hatte jetzt keine Albträume wegen den Verlusten bei Vonovia, sondern das zeigt mir letztendlich auch, dass meine Position richtig gewählt ist von der Positionsgröße her. Und ich möchte euch einfach nochmal auf den Weg geben. Ich glaube, wenn ich mir Goldinvestoren ansehe, viele, die Gold physisch gekauft haben, die schauen sich nicht jeden Tag den Goldpreis an und denken darüber nicht nach, wenn sie jetzt keine so große Position in Gold haben, sondern das liegt dann irgendwo in der Bank, im Tresor, haben da ihre zwei Münzen und das war's und denken nicht dran und können werden deswegen nicht irgendwie an Schlaf mangeln. Während ich sehe so ein bisschen bei den Bitcoin-Investoren in den letzten Tagen, hatte ich von mehreren gehört, sie konnten überhaupt nicht schlafen, weil der Bitcoin mal um 15-20% gefallen ist. Also hier muss man sich natürlich überlegen, ich persönlich bin der Meinung, dass Schlaf schon etwas ziemlich Wichtiges ist und dass es etwas ist, was wir auch als Investoren durchaus überlegen sollten, auch wenn das jetzt nicht praktisch ein finanzieller Wert hat, aber einfach einen persönlichen Wert für unser Wohlbefinden, wie gut schlafen wir und wie gut schlafen wir bei verschiedenen vorher nicht gewussten Auswirkungen von unseren Investitionsentscheidungen. Und klar, es kann eben auch mal nach hinten losgehen und solche Verluste, bin ich auch der Meinung, gehören einfach dazu. Die zweite Auswirkung ist auf die Marge. Wie gesagt, das Portfolio insgesamt geht ja zurück, beziehungsweise Equity-Prozentsatz des Portfolios. Die Marge kommt dadurch etwas unter Druck und man kann eben weniger andere Sachen machen. Und das hat Opportunitätskosten. Selbst wenn man bei manchen Sachen jetzt nicht unbedingt große Verluste macht, aber man hat irgendwie das Kapital gebunden, gibt es einfach diese Opportunitätskosten, dass man vielleicht eine andere Opportunität sieht, sagen wir mal Airbnb, und vielleicht nicht so stark da rein investieren kann oder wird, wie man es sonst gemacht hätte, wenn man nicht diese größere Position hat. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, also diese Marge, diese Anforderungen, die jetzt dazu laufen, führt dazu, dass ich eben ja, sehr viel weniger Freiraum habe, andere Sachen zu machen. Und der dritte Punkt ist Risikotoleranz und Risikobewusstsein. Also ich glaube, meine Risikotoleranz ist weiterhin ja, relativ hoch, wobei ich versuche, mit ja, wenig oder überschaubarem Risiko zu handeln. Und wenn der Preis jetzt so runtergeht bei Vonovia und der Immobilienwert verändert sich ja deswegen nicht, nur weil der Aktienpreis mal um 5-6% fällt, dann glaube ich, dass das Risiko an sich eher nach unten geht. Ja, das ist ja die Überlegung, die immer Value-Investoren haben. Und gleichzeitig schärft dieser mögliche Verlust, der vielleicht in der nahen Zukunft realisiert wird, schärft eben mein Risikobewusstsein. Deswegen finde ich das eigentlich sogar positiv. Ja, also die Überlegung, alles wird Gold,
was ich anfasse. Ja, das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr sagen oder hatte es vorher auch in keinem Video gesagt, aber ich finde es gut, dass man eben auch mal solche Rückschläge hat, um zu sehen, ja, man kann eben auch Verluste machen und das eigene Risikobewusstsein wird dadurch geschärft, weil wenn man immer mit jedem Trade richtig liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass man dann auch irgendwann überheblich wird und zu große Risiken fährt. Zweite Sache ist, Volatilitätskäufer, also Käufer von Put-Optionen, Käufer von Call-Optionen, müssen ja hin und wieder auch gewinnen und etwas damit verdienen. Sonst würde praktisch die Käuferseite komplett zerstört werden und es gäbe nur noch Volatilitätsverkäufer und die Preise für Volatilität wären absolut im Keller. Vor allem würde das dann immer mehr Leute anziehen, die sich vielleicht nicht so tief mit Volatilität wirklich beschäftigen, was oft ein sehr negatives Zeichen ist. Beispiel, der Boom in Volatilitätsverkäufern, auch hier bei YouTube vor dem Sell-off im März letzten Jahres oder auch der Boom, was um dieses Produkt XIV ging, wo Milliarden reingeflossen sind. Das Produkt hatte sich über ein paar Jahre lang hin sehr positiv entwickelt und ist aber dann plötzlich innerhalb eines oder zwei Tagen praktisch von mehreren Milliarden praktisch auf Null gefallen. Also Volatilität zu handeln kann nie immer nur in eine Richtung richtig sein, sondern je nach Umständen ist es manchmal gut, Volatilitätskäufer zu sein und manchmal gut, Volatilitätsverkäufer zu sein. Und die dritte Überlegung, ja, also ich glaube, ich wäre zufriedener, wenn ich jetzt niedrigere Strike-Preise gewählt habe, aber ich bin auch, glaube ich, zufrieden mit den mir dann einzubuchenden Vonovia-Aktien, weil ich ja weiter fundamental der Meinung bin, dass der intrinsische Wert deutlich höher ist als der Aktienpreis. Und selbst wenn der intrinsische Wert jetzt durch diese Transaktion fällt, um vielleicht 5%, 10%, bin ich immer noch der Meinung, dass es eben eine große Safety Margin oder Margin of Safety gibt, dass also der Aktienpreis, der ja auch gefallen ist, praktisch parallel zum intrinsischen Wert eben attraktiv ist im Vergleich zum intrinsischen Wert, sagt mir zumindest meine Value Investor Seele. Ja, Showdown ist der 18. Juni, wo diese Put-Optionen dann ablaufen. Eine gute Sache ist auch, es gibt keine Korrelation zu meinem Gesamtportfolio. Also es war ja jetzt wirklich eine Einzelbetrachtung bei Vonovia. Ich hätte aber vielleicht noch ein paar Aktien oder Put-Optionen auf Deutsche Wohnen schreiben sollen und hätte da dann profitiert, was ich bei Vonovia jetzt vielleicht verlieren werde. Und jetzt könnt ihr einfach mitfiebern. Wer weiß, vielleicht steigt ja auch die Vonovia-Aktie nochmal so auf 52, 53 Euro und ich hätte dann keinen Verlust gemacht. Und andererseits kann es natürlich sein, dass sie von jetzt so 48, 48,5 Euro nochmal auf 45 Euro fallen wird und dann potenziert sich der Verlust natürlich nach oben und kann leicht dann eben nicht 1.000 Euro für diese zwei Puts sein, sondern 2.000 Euro für diese zwei Puts, beziehungsweise es multipliziert sich dann natürlich auch mit der Anzahl der Puts, die ich verkauft habe. Frage jetzt an euch. Wie geht ihr mit Verlusten um? Was macht ihr aus den Verlusten? Was zieht ihr für euch daraus raus? Wie berechnet ihr Verluste? Schaut ihr euch auch mal Sachen an, wie, die vielleicht nicht so finanzrelevant sind, wie zum Beispiel euren Schlaf, wenn ihr mal Verluste einfahrt oder in verschiedenen Sachen investiert. Ich bin gespannt auf die Diskussion und damit zurück zu euch. Vielen Dank für die Unterstützung. Ciao.